Living Dreams. The Podcast. Herzlich willkommen an der neuesten Episode von Driving Dreams. Wir sind zurück zu Lützeburg und wieder könnt nicht besser sein, für ein sportliches Eskapade mit einem supersportlichen Auto zu machen. An unserem Cupra-Formentor VZ5 führt Claude Lamberti, Präsident von der Lützeburger Tennisföderation, von einem wichtigen Tennisterrain bei den anderen. Bleibt ruhig, wenn Claude Lamberti uns die neuesten Sportarten aus der Tennisfamilie Mino bringt, um über die größte Lützeburger Tennisterrain an Anekdoten zu schwätzen. Für uns merci, dass du Zeit geholt hast, heute den Podcast mit uns zu drehen. Ja, ganz gerne. Und wir sind noch just von der Cook fortgeführt, wo wir auch mal gerne fortführen. Du bist ja heute als Rolf von Präsident von der Tennisföderation mit uns in NRW. Wir fahren heute von der Cook fort, das für dich oder für den Tennis sowieso ein großer Platz heute in Lützeburg. Ich meine nicht nur für den Tennis, aber Cook symbolisiert ja auch zu Lützeburg Höchstleistungssport, allgemein Sport, ganz viele Emotionen. Wenn du guckst, was Evenement da sind, ist so einfach das Cup-Finale am Basket mit tausenden Leuten, das ist aber schon etwas Geniales. Auch für den Tennis natürlich. Wir haben sowohl schon mit der Nationalequipe, also Davis Cup, hier Bonne gespielt. Es gibt noch schon Classics-Turnen gespielt. Auch noch eigentlich zehrt Open, wie sie umgegangen sind, als Invitationsturnen. Du ganz lange Jahre auf der Kuckelscheier als WTA-Turnen, als größtes Tennis-Event in der Großregion eigentlich am Damenbereich. Und die haben ja nur 30 Leute abgehalten, reelle WTA-Turner zu sein, aber so wie es die Damen kennst, hatten sie noch eine Idee, die es weltweit so noch nicht gab, sind und sich Damen vom höchsten Niveau geholt, die so just an der Pension waren, respektive schon ein paar Jahre in der Pension waren, die aber noch sportlich topfit sind, noch nach eins zu spielen. Und sie haben ein Konzept umgesetzt und das war letztes Jahr die erste Edition, wo sie so mal nehmen wie Kim Kleister, so dass Martina Hingis, also wirklich Nummer 1 Spielerin von der Welt, die seit ein paar Jahren raus sind, die dann hier abgeschlossen sind an der Cook, sodass man eigentlich effektiv auch einen Tennis-Sit Cook haben, den noch die nächste Jahre, also für das Jahr und auch sogar nächstes Jahr, wird High-Level-Tennis können empfangen, sodass man nicht nur das Symbol Sport zuletzt, aber auch noch ganz konkreten Tennis an der Cook spielen können. Und dann schreiben wir mal heute zu sehen. Wenn wir gucken, Tennis, Lützeburg, es sind Schöfflinger Bof, der Tisch, Jill Müller, den ist immer ganz groß. Das ist auch schon der Folge, den du schon als Präsident miterlebt hast. Zum Deal, ne? Zum Deal, ja. Also, ich hätte natürlich gerne gehabt, dass Jill Müller eigentlich nie aufhält mit Spielen, weil als Kleinland so ein Topstar zu haben, weil ja. Die nicht bedenken, oder muss ich bedenken, hier wird Nummer 1 bei den Junioren. Nicht Grand Slam gewonnen bei den Junioren. Und das ist einfach als Kleinland genial. Danach, nicht bis hin zu Nummer 21 an der Weltrangliste spricht. Also der Gilles, den kannst du doch nicht ersetzen, für diese Spieler. An alle Jungen, dem sie den Rucksack und den Gilles Müller, das geht dem nicht gerecht. Und das sohne ich auch immer. Wir haben die Jahre muss genießen, wo man angefangen hat mit Anne Krämer vor 20 Jahren. Das ist der Bruder, ja, gesehen hat. Ja, der Gilles Krämer, weil er gerade hier in der Cook mit einer Klasse, einer Sportsprof. Ja, und wie gesagt, im Richtung von der Welt bis hin zu einem Claudine Schaul, einem Haut nach Mandy Minella, aber auch Eleonora Molinaro und dann hat Hergé Müller und das war der Kiescht. Kiescht und Koch. Ja. Ja, nee, effektiv. Witzig, also schön, nie zu Schöffling kennengelernt. Mir irgendwann ein paar schon am Bistro gesungen zu Greve Macher. Und du warst schon den ganzen Mittag gesungen und die war noch mit einer ganzen Klick den ganzen Mitten da. Also ganz sympathisch und auch lustige Mensch. Also, muss ich noch sagen. Weil du für Schöffling warst, also ich bin Hofwalder und Hofwald Schöffling, das war schon wie ich 15, 16 Jahre hatte, also schon lange hier, das war immer so wirklich zwei Vereine mit ganz viel Ambiance. Mhm. Und warum ein bisschen eine Rivalität, nicht im Terrain, sondern just mir auch rundherum. Und ich da bedenken, Gilles Müller und ich dann auch als weit irisch an der Föderation tätig war, einfach als Tennis-Fan erlebt. Wenn es da geguckt ist und war die Nationalequipe, die hat gespielt, also mit der Davis Cup-Equipe immer gespielt, da waren immer die Schöfflinger und die Hofer, die richtig für Ambiance da gesucht. Und dafür kann ich da just sagen, also auch wenn es nicht zu Schöffling selber vielleicht erlebt ist, weil ich auch natürlich frei internationale Turnier gespielt hat, das ist doch demals müssen wir noch haut, teilweise müssen, sonst du kannst nicht recht so mit 25 Jahren solo probieren, ein bisschen Profit zu gehen. Du musst also schon freizeitig steif gehen, wenn du Talent hast und haut das natürlich noch nicht encadriert, wie für 15, 20 Jahre. Aber das ist aber schon die Jungen und die Mädchen, schon, die Weg gegangen sind, und so, ein Gilles, ein Claudine Schaul, ein Mandy Minella, das ist einfach heisch umzurechnen, dass sie gesagt haben, okay, ich probiere, die WM Sport zu gehen, mein Land zu repräsentieren. Das wäre für mich mit die besten Ambassadeure, weil sie auch menschlich wirklich top sind. Ja. Und super. Und ganz wichtig auch, vielleicht mein Ziel war, wie ich Präsident gesehen von der WLT 2013,
all Top-Athlet, und das waren dann an Krämer, Claudine Schaul, Jean Müller, Mandy Minella, wenn die ihn von einem abhält, das ist immer noch ein bisschen im Spielen. Ja. Also, das war immer Ziel, wir bannen die an. Also die Qualitäten, die sie menschlich und fachlich sind, die will ich für die Föderation haben. Und heute haben wir dann Claudine Schaul, die responsable ist am Conseil d'Administration von der WLT für die Entwicklung von den Spielern, so nicht mal alles, was die Kaderin betrifft. Und dann ist dann Gilles Müller Kapitän von der Nationalequipe, von der Davis Cup Equipe. Und dann nehme ich dann Krämer Kapitänin von der Damen-Nationalequipe, sodass man eigentlich die Fachkompetenz. Warum mal behalten? Ich schätze gerne noch um Terra, wir müssen ja verstehen, irgendwann geht in die sportliche Pension, wir haben die aber einfach behalten an der Föderation, das ist ganz wichtig gewesen. Wie gesagt, da war der am Terra aus. Vergangenheit, wie gesehen das? Also aktuell, leider Gottes, ist Zeitgründe, ich weiß, das ist immer nur eine Excuse, aber ich finde mir genug Zeit, hier selber viel zu spielen. Ich probiere so oft zu spielen, wie es geht. Am Moment, der Europäer zu stellen, aber wahrscheinlich eh bis zweimal den Mond, weil einfach ganz viel ist. Also das, ja, die Wesen der Supervalue. Ja. Und ich probiere aber so viel wie möglich auch Zeit zu haben, mit der Familie und alles unter den Hut zu kriegen. Aber das will aber nicht heißen, dass Valio geht ja irgendwann zu Ende. Ja. Das ist erstens Passion für den Tennis. Und ich seit kleinem Mund, das ist mein Sport für kleinem Mund. Ich war nie so nicht mal ein Superstar, sicher nicht. Mir das aber durchgegangen für am letzten bei Tennis bis an eine Kategorie 3, sonst mal in der Top 60 Spieler zu kommen. Da ist auch meine Erfahrungen da und das war immer flott. Aber ganz besonders und ich immer genoss, für den Interclub zu spielen. Den Interclub, dann ist das ja ein total individueller Sportart. Ja. Mein Interclub, das war immer, wo es gesagt ist, als Hauwalder, ich muss eben zuschöpfen, ich muss zu Greifen machen, ich muss gehen sporen. Und das war immer das, was flott ist, mit Kollegen an der Equipe einen individuellen Sportart zu machen. Das war meine Passion von kleinem Mund. Und ja, irgendwann probierst du natürlich Tennis so lange zu spielen, wie es geht, weil keine Blessuren dabei kommen, hoffentlich noch ganz, ganz viele Jahre können zu machen. Und für den Rest, meine Energie auch können dran mit anzubringen, dass man Tennis zuletzt weiterbringt. Ja. Du hast so viele Vereine schon abgezählt, es ging doch extrem viel, ne, am Land. Ja, wir sind als AWLT die zweitgrößte Sportart, wenn es die Mombas zählen hält, sondern der AWLF. Wir haben 50 Vereine, die sind noch abgedeckt, quasi durchs Land. Sie regroupieren sich natürlich hauptsächlich auf dem Zentrum, noch auf dem Süden vom Land. Wir haben 100, aber sonst in alle Richtungen noch. Wir sind aber gleichzeitig dabei, wir haben noch nicht genug. Weil sowohl am Zentrum, da wo wir viele Vereine haben, wir brauchen eigentlich weiter Infrastruktur und das zielt nicht nur für den Tennis, von der Schenker, die Brüder, aber wir brauchen weiter Sportinfrastrukturen am Land, das ist ganz klar. Wir haben auch besonders am Tennis, es sind ganz wenig neue Infrastrukturen, die letzten 10 Jahre, wo ich auf Abweichung noch können gehen, nicht weil ich keine Zeit habe, mir einfach weil es nicht ging. Ich war nach 4 und 3 Wochen zum Beispiel, aber auch, wo ich auch den Standbein Paddel zum Beispiel, was wir heute beschwätzen, da war ich zu wohnen, wie ich auf der Abweichung von Paddelterren, das ist natürlich, es geht daran investiert, ja, mit Population, wie es eigentlich mehr sehr, wie Infrastrukturen noch kommen, und das ist auch am Tennis zu sehen, wenn ich die größten Vereine holen, ob das Scheiße ist, ob das Spore ist, ob Bohnenweg, den Hover, dann bestimmt noch ganz viele andere, die haben alle gute Liste d'attente. Und Tennis ist nicht einfach so zu spielen, es ist nicht einfach, da gehen wir dann an der Schulhaufe drauf. Natürlich müsste das als Jungen, also schon da am Schulhaufe im Hofwald ganz gerne gemacht, wie wenn es der richtig leer ist, preist die Infrastruktur. Und da, ja, nur 50 Vereine, wir müssten da noch ganz sicher bei bauen, nicht als Verein, und zwar, wir haben wirklich als Infrastruktur. Und dann schon gleich hier auf dem Kongress als ein Vereinsdelegierter gesagt, sie wissen ja, dass ein Value-Giver bei uns zukommt, das sind mal alle Rendezvous bei ihren Schäferei zu holen. Wer lohnt den Moment, jetzt so ein weiter Weg geschossen, jetzt zu gucken, dass man Infrastruktur beikriegt. Und wenn ich was von Infrastruktur, wie hast du da nur gefühlt, was du auf den Tennis kommen? Weil ich schon im Alter von 7-8 Jahren eigentlich angefangen. Als Hohwalder jung war es relativ einfach. Es gab den Hohwalder Tischtennis, den Hohwalder Tennis und den Hohwalder Scout. Und wie das dann oft so ist, du guckst, was den Kollegen machen, ne? Und du gehst dann normal. Und schon der doch relativ flott fand, wie gesagt, mit 7-8 Jahren. Nee, das ist dann ein bisschen eine Anekdote. Schon den Trainerin gefragt. Ah, okay. Und, ja, das war eine super Person, eine super Live-Person. Wir sahen ein Coiffeur mit großen Krauseln, so richtig Krause kommen. Ich bin schon leider gefragt. Ja, da haut es uns wirklich leider, weil sie war menschlich eigentlich ganz live, aber sie war sack. Und ja, so als 7-8-Jährchen, das war die nächste Mischung. Und da sind schon sportlich und los abgegangen und das war. Und dann mit 11 Jahren bei meinem Kollegen selber gespielt. Und dann kommt noch ein Mann, da bin ich dann immer am Hof der Schule auf, wie gesagt, gespielt.
Und dann habe ich dann irgendwann zu den Eltern gesagt, also ich meine, ich hätte ihn nicht mehr. Und die war doch so, und ich hatte sie noch immens gern, das hat man am Radio, also ich hatte sie immens, immens gern. Und das war einfach leid, dass ich die 3 Jahre da ein bisschen verpasste, weil ich meine, dass mein Talent da vielleicht noch besser zu gelten kommen wäre, wenn ich es nicht gefällt hätte, wie das war. Dann, ja, so war das durchgefangen und das hat, wie ich gesagt, den Mathe-Kollegen, als Interclub, Turner spielen, das war einfach immens fordernd. Und sie mein Leben lang da eingeblieben und dünn. Irgendwann hat den demolischen FLT-Präsidenten der Kampen Yves mich angerufen und er sagt, das war dann Anfang der 2000er Jahre, ist das gewesen. So, er sagt, Claude, wir machen eine Fernsehsendung für Tennis-Föderation. Das war dann eine ziemlich flotte Idee, weil da geht ein Tennis auch mehr promoviert, weil wir sehen Bilder und so. Für was triffst du mich dann? Und er sagt, naja, du hast ein Problem, wir brauchen einen, der moderiert. So, das, ich kann ihn aber keinen. Aber nein, wir haben ihn nur durchgedürft. Nein, ich bin die Schulmeister, also respektive ich bin die Schulmeister. So, wie kannst du das machen? Ja, wir meinen, du bist relativ kommunikativ, wir kennen dich schon lange, wer das nicht für dich. Und ich verdränge schon noch nie, ob es mal Tullis-Produktion zu tun. Und dann dachte ich, komm, ich habe eigentlich geschlossen, eine neue Erfahrung, und du kannst effektiv an dem Sport wüsste, bist du immer selbst machen. Und ich gesagt, hey, ich würde nicht lang machen, dann hätte ich gerne du und dann stünd, mein bester Kollege, der Torres, mich freut mich, hey, ich habe einen total verrückten Idee, Ugebäude gekriegt, und wärst du dabei. Und du bist als meistens bei Ideen, die ein bisschen extra sind, direkt dabei sind, dann kann ich das probieren. Sind wir dann an der Casting, die muss bei Tango TV gegangen. Und dann haben wir das an einer Sendung probiert und das war relativ flott. Dann haben wir das ein paar Jahre gemacht. Die Idee war Promotion vom Tennis und auch von den Vereinen. Wir sind an die Lokalitäten gegangen. Und wir haben uns wirklich gut amüsiert, am UNFC Tennis gemacht, sodass das eine relativ flott, interessante Tournee war, wie ein Approach zum Tennis kann. Also ich müsste so als Schulmeister, ne? Aber du bist ja auch du als ein guter Moderator. Wenn du ein guter Schulmeister warst, dann... Also kann man so mal so, du musst kommunikativ auch an der Klasse, ja. Weil wenn du an der Mac stehst und du fährst kann, ja, dann bist du kein guter Schulmeister. Du musst natürlich viel mehr sein, wie just der Moderator, mit Telefter sicher, wenn du allein bist und du kannst hier in der Klasse auftreten, das kann er doch keine Nullleistung, das ist schon. Das ist so ein bisschen Fegekraft gehabt, weil ich war mir nicht sicher, wo ich beim RTL angefangen habe, zu arbeiten, dann habe ich natürlich das gesehen. Und ich war aber so, der dritte Gesicht kennst du ganz gut, und nicht nur so von einem Gesicht, was du so einmal am Jahr gesagt hast, oder was du für Facebook kennst, mir wirklich so. Und dann habe ich mich lange gefreut, also vielleicht, weil es ein Konzert gegangen ist, aber ich will dann nicht, dass du bei mir zu wohnen weg warst. Ne? Naja, ich bin effektiv, am letzten Jahr, ich selbst damals noch, das war obligatorisch, dass wir ein Stage machen. Und der letzte Stage, das war eine Woche entweder an der EDIF oder an einem Präparatoire. Mhm. Und ich war da ganz pragmatisch. Ich will sowieso nächstes Jahr an eine Primärschule gehen, ich will weder an der EDIF noch an der Präparatoire. Pragmatisch gesehen, was ist das Nutz vom Hofwald? Mhm. Und das war der Böhne wie Jalisse, ich konnte zu Fuß da hingehen. Ich war mit einem Kollegen, mit dem Kopechef, war ich da zusammen am Stage da hin. Und schon zwei Tage schon mehr als geguckt sind. Das ist ja eigentlich ziemlich cool. Ja. Ist das wirklich, das ist eine immens flotte Ambiance, ja. Am Böhne wie Jalisse gewesen. Zu der Zeit, auf alle Fall, waren es quasi ganz, ganz jung, Enseignant, Profen, ja. Edukatoren, alles, was da war. Die ganze Ambiance war einfach genial. Und auch das Schaffen, das war auch nicht wie die Stage für drinnen an der Primärschule. Das Schaffen mit den Kanonen, die an irgendeiner Form mehr Schwierigkeiten hatten, das hat das eigentlich relativ interessant geklungen. Und am zweiten Nacht oder nur sind ich bei den Demolsch schon direkt da. Der wirst du wahrscheinlich der Demolsch. Nein, Demolsch war den Tils Usch. Ah. Das war der Responsable vom Präparatoire. Da nur war der Sous-Direktor, das war nur der Reform. Das war der VB, war aber responsable. Und ich gesagt, ja, Herr Thiel, also. Wir sind auf die Scheiben, wir können uns alle zwei vorstellen. Da bist du mir lang, falls zu bleiben. Gell, wer du eigentlich nicht geht. Das hat gesagt, pack dir ein Konkurs, also pack auf dich ein Examen, pack dir ein Konkurs. Und wir haben effektiv noch besser. Und dann haben wir das gemacht und effektiv sind wir dann an den LTB gegangen, an der Präparatoire. So mit der Idee, du musst das in 2, 3, 4 Jahren, da gehst du dann eine gute Bagage und da gehst du dann noch an den gehst an die Primärschule. Mhm. Also in 1, 2, 3, 4 Jahren sind da dann ein paar mehr gegangen. Ja. Weil ich sind eigentlich nicht da fortgegangen und dann ja, sind schon an die Chambre gewählt gegangen. Ja. Und dann musste ich automatisch abhalten und ja, da sind schon an die Chambre gekommen und voilà. Muss ich so ein Bonnewisch tatsächlich, also
ich soll auch nicht grün, aber ich sind aus, komme so nicht von geografischen Gründen auf Böhneweg an die Schule gegangen. Und dann war das Böhneweg einfach so ein, oh, so nicht mit dem besten Ruf. Und dann kommst du da un und du, bist, du merkst wirklich, wie du da sein ja und sich wirklich um die Schüler kümmern. Integration geht riesengroß an dem Lycée geschrieben. Also ich muss so eine Menge Zeit am Böhneweger Lycée habe ich extrem, extrem Genuss. Also, ja, also ich gesagt, das war auch ein Grund für mich, weil ich einfach voll da bleibe, wenn du gedacht hast, die Ambiance und die Idee, die habe wirklich, wie gesagt, das war Anfang 2000, die habe ich erst, ich will einfach ein bisschen bleiben. Ich sagte, das ist im Bus noch ein bisschen wie lang gehen. Nee, das hat man nie leid getan. Also das war effektiv eine ganz lehrreiche Zeit, wo ich auch vieles effektiv mitgeholt habe. So, du sind nicht mal hier, du stehst noch an der Kopf. Da sitzt du mal richtig. Das ist ein guter Übergang. Also, ein flottes Auto, mit dem wir hier fahren, mit Cupra, die da sind zusammen, habe ich die eigentlich, okay, Cupra geht noch nicht mehr lang, aber der schafft schon ganz lang, mit dem Los zusammen. Cupra hängt ja auch bei Seat, oder umgedreht. Ja, doch, Cupra hängt ein bisschen bei Seat dran. Da ist eigentlich zusammen, habe ich die da schon ganz lang mit der Föderation, oder? Ja, denn der Gruppe Los, also effektiv, lang mit dem Tennis verbunden, wie ich ja gesagt habe, Seat Open schon. Für über 30 Jahre auf der Kuckelscheide, das war zwar kein Föderationssponsoring, die da gelaufen sind, aber trotzdem, die Leute haben zu Lützburg, Seat Open, das größte Tennis-Event, das war Seat. So, und wie ich 2013 mit meiner Equipe gewählt habe vom Kongress und gespritzt von der Tennis-Föderation, habe ich gesagt, wir brauchen eigentlich einen richtigen, reellen Partner am Automobilbereich, wenn wir auch gehen. Mhm. Und da haben wir verschiedene Kontakte angeschaut und dann sind wir, hatten wir Rendezvous bei der Losch-Gruppe. Und die auch effektiv gesagt haben, sie wären interessiert, weil auch aus den Gründen, dass sie eigentlich hier aufhängen, auch mit Seat Open, dass die am Tennis waren. Und sie liefen sich etwas überlegen. Und demnächst, ich meine, das hat auch noch der Fall, Porsche gehört hier zur Losch-Gruppe und Porsche war am Tennis, nicht einmal in Deutschland, mit der Damen-Nationalequipe ganz eng verbunden. Ja, und da hatten wir dann ein Angebot gekriegt für effektiv. Drei Saisonen Porsche als Namensgeber von der Herren-Nationalequipe zu gehen. Was ganz flott war, wo wir ganz flott Erfahrungen haben. Und da kam über die Jahre allerdings die Verlegung bei der Losch-Gruppe, weil wir glittern da ein bisschen neu ab. Wir haben die verschiedenen Sparten, VW zum Beispiel, am Fußball, wir wollen da auch nicht abdehlen. Und wir gehen gerne in den Trick, wo eigentlich ein Tennis zu Lützburg mit der Losch-Gruppe verbunden ist, das ist bei Seat. Wir haben gesagt, wir sind immens froh, weil das ist nicht einfach zu Lützburg. Sponsoringer insgesamt zu fanden, alte Föderationen sich in Händeringen, nicht nur die Föderationen, sondern auch die Vereine sich in Händeringen nur sponsern. Ich war einfach froh, wenn es der starke Partner, was Losch-Gruppe ist, an der Seite. Dann, die hat so viele verschiedene Tierrechner, so nicht mal. Wir sind einfach froh, wenn wir hier schon, wie ein Markt da steht, das ist dir natürlich. Und du gehst dann, zusammen habe ich mal erzählt, no Porsche finalisiert, dann die besteht bis heute. Siemens flott, wir haben Seat League, das heißt, das ist ein Interclub auf dem höchsten Niveau, was Seat repräsentiert. Ja, und den Hummer dünn, und ich meine, du reifst schon ein bisschen viel mehr, so, aber dann trotzdem ein Standbein an Föderation beikriegt, was dann der Paddel ist. Mhm. Und weil Paddel weltweit von Cupra gesponsert wird, weil Cupra wirklich ganz eng verbunden ist, mit Paddel wird das sich natürlich ergeben, dass die Losch-Gruppe gesagt hat, weil er zweit Standbein, der Paddel, da will man nur Cupra dran investieren, respektive dass das wirklich verbunden wird. Da macht also, dass man das erste Standbein rein den Tennis massiert und das zweite Standbein Cupra mit Paddel ja, durchstehen kann. Okay. Ja, das ist ein ran, ja. Weil ich will dann eben gerade so, weil wir gerade hier gekommen sind, das war aber nicht geplant, dass wir sind auf der Kuckelscheier. War einfach ein schöner Zufall. Ja, also das ist auf jeden Fall gut abgegangen. Ja. Wir sind halt auf der Kuckelscheier und dann müsst ihr hier eigentlich den, ja, den größten Tennis-Center an, die haben dann auch eine von den Infrastrukturen, die es mittlerweile gibt, was effektiv der Paddel ist, dass du hier ein Naherholungsgebiet hast für die Leute, was ganz, ganz flott ist. Du hast jahrelang, also jahrzehntelang, hier die größten Tennisturner gehabt, wo man eben in der Kopf fortgeführt hat, ja. Den du da und hier sind eigentlich durchspringen. Davon anders ist der Paddel, wenn ich hier Paddel spielen kommen, gibt ein paar Infrastrukturen, Hosen heute, als Club-Titling heute, Bohnenweg heute, und dann eben hier ein privat auf der Kuckelscheier.
Und ich hoffe einfach, wenn wir das heute in 2 Jahren vielleicht wiederholen, dass wir da so, naja, wir brauchen nicht mehr erinnern zu viel, weil überall sie paddelt her. Okay. Guck, da steht doch Tennis, Großspanning, Bowling, abpaddeln. Abpaddeln, na, na, genau schön. Wir holen also die ganz kurze Zeit, einfach den Auto mir genau in den Club zu holen. Mit seinem futuristischen, aggressiven und sportlichen Look weist der Cupra Formentor VZ5 schon vorbei aus seinem Charakter. Elegant Linien, Elemente aus richtigem Carbon und ein Diffuser mit Feier auspuffen. 5-Zylinder Turbo, 390 Pferd und bis zu 480 Newtonmeter drücken ich am Cupra-Mode mit Vollkraft an die elegant schwule Sitze alles in ich nicht mehr lasse. Der Formentor VZ5 vereint Kraft, Design, die neuesten Technik und Spaß an einem kompakten Gefühl. Ja, der Titan ist wirklich ein richtig flottes Auto. Ne? Also muss ich wirklich dazu sagen, das macht nach richtig Spaß zum unserem Cupra-Mode. Wir sind heute mal sicher gegangen, dass der Kerl durch den Auto gefahren sind und ich war direkt verliebt. Also, ja, also ich muss auch so, ne? Schön als Golffahrer und ich habe dann die erste Kerl auch getestet. Und, ich kann mir feststellen, dass in der Teil aber auch kein Golf tauschen. Es bleibt auch da, die darf ich die Familie nicht, wie gesagt, das ist aber nur zu fahren. 40 extrem gut, das ist richtig. Dass ich flott, wenn ich neben all die Autos fährt, dass immer irgendwie, dass immer anders das, aber du findest dich direkt drin, du erkennst immer alles direkt, ne? Das ist schon ganz praktisch. Mir gut, vom Auto fort, wir haben für Droni was den Paddel geschwärzt, also schon heu rausgegrafft, also heu gesagt, in das mega liegt, du warst wirklich überrascht. Wie genau funktioniert die Sportart? Ja, das in sich, der Paddel, für das mal direkt so, weil das die größte Fehde vom Paddel. Ja, wenn du ein bisschen sportlich bist, wirklich nicht ein bisschen sportlich bist und du hast Lust, einen neuen Sportart zu machen, du bist direkt dran. Du gehst mit 3 Kollegen auf ein Paddelterrain und du spielst 15 Minuten und du gehst eins und du hast direkt Spaß. Und das ist auch der größte Unterschied zum Tennis. Mhm. Wenn du nie Tennisspieler warst und du gehst, egal, du gehst mit Gilles Müller spielen, dann hat weder du Gilles Müller noch du Spaß drin, weil hier langweilt sich an du. Weil den Ball vielleicht wahrscheinlich, ich werd klottern. Du weißt ja, nicht, wie ich Tennis spiele, ne? So, ja, wenn du kein Tennisspieler wärst, wenn es natürlich eh was, ist das denn gerne sagen. Nee, alles gut. An der 4D, wenn du kein Paddelspieler bist, da gehst du nur mit Gilles Müller spielen. Und du, wie gesagt, du spielst 15 Minuten und hast auch einen zwei gewissen Spaßfaktor, weil du einfach Ballwechsel kriegst. Und das möchte nach voll vom Paddel aus. Du hast einen Zugang zum Paddel für quasi alle Menschen, den irgendwie ein bisschen Sport begeistert ist. Und ja, wie funktioniert der Paddel? Du musst dir eigentlich vorstellen, als kleinen Tennisterrain, aber mit Mauern. Mhm. Natürlich ein bisschen wie am Squash, Squash wie ja, du genau. Mauer spielst. Am Squash spielst du quasi die Mauer als der Gegner. Und hier spielst du mit einem Partner zusammen, wie am Tennisterrain. Du hast auch 2 Partner, die einer Seite. Und die können aber die Mauer benutzen, um zu spielen. Das klingt vielleicht kompliziert, muss ich noch einmal sehen. Und da gesehen eigentlich, wie einfach das. Im Grundprinzip geht es ein bisschen wie Tennis. Auch zählweise okay. Wie ein Tennis mehr, aber kleinen Terrain und abbezeichnet von den Mauern. Okay, dann das kann ich sich auch rückgeben. Ich habe nämlich gestern schon gemerkt, ich habe mich schon ein bisschen präpariert. Weil ich finde, Sport tatsächlich für die Runde noch nicht kannt. Shame on me. Wir das aber nicht nehmen den einzigen Sport, den Lerner von der Rassilbe noch und nie auf dem Tennis. Ne? Nein, wir sind natürlich als AWLT, wir wollen ja nicht stehen bleiben. Ne? Jetzt seht ihr immer so schön, wenn ihr sich auf den Lorbeeren ausruht, da bleibt ihr dann gestohlen. Und wir haben 50 Mombervereine, wir haben 16.000 Tennisspieler, wir haben davon knapp 6.000 real aktiv Kompetitionsspieler. Aber wir wollen das ja eigentlich weiter diversifizieren, auch für uns Vereine. Was wollen uns Vereine? Als Vereine wollen Plattformen haben, wo sie ihre Mitglieder können, etwas anbieten, wenn sie ein flottes Clubleben haben. Da musst du auch gucken, dass du eigentlich verschiedene Angebote hast. Und du hast den Paddel einfach wunderbar, weil es dir einfach neue Leute anzieht. Und du kommst effektiv nach einem neuen Trendsportart aus den USA dabei, seit letztem Jahr, und das ist der Pickleball. Das muss ich sich noch mehr einfach vorstellen, das ist effektiv ein kleiner Tennisterrain und das kann auch nicht machen. Okay. Sodass du eigentlich den Tennisterrain quasi kein Zeug, wenn du riechst, das hier um Boulevard der Kockelscheuer, wenn du riechst, das wir könnten hier nur Ströcher und ein kleines Nazi-Stein, man könnte spielen. Da muss ich sich vorstellen, ein bisschen wie die Rakete, die du hast, mir ist das aber feuerreckig. Okay, schauen Sie an der Karina ein. Voilà. Ja, das ist dann effektiv echt auch bereuert, wenn die anderen feuerreckig. Und Ball, Paddelball, das sind eigentlich. Wenn du so gesagt hast, du keinen Unterschied zum Tennisball, das ist der Druck am Ball als ähnlich. Okay. Wie der Pickleball-Ball, der ist effektiv ganz ähnlich. Das ist ein bisschen wie die Bälle, wie du als ganz kleinen Kant hast, mit so Griffen, mit Löchern dran ja, zu spielen. Ja, ja. Ja, das ist so. Und das einfach, es macht auch du einen großen Spaß.
ich, auch da konnte ich mir nichts drin feststellen. Die erste Kerl auf mich kontaktiert, weil ich mir auch mal ein Video geguckt habe. Und in den USA, da boomen die Ton waren mit Hunderten und Tausenden Leuten, die das gucken gehen. Auch da ist der schnelle Zugang. Wir sind ein bisschen länger Zeit, wo die Leute ja, alles machen, für uns schnell etwas zu lernen, für das dann noch können zu nutzen, ja. Weil ja, Zeitanteilung ganz, ganz wichtig für die Leute ist. Und ja, wir merken einfach den Tennis. Den wird immer auf Holle schulen, also manchmal gar keine Sorge, aber wir müssen trotzdem auch mit der Zeit gehen. Am Jahr in der Zulötzeburg ein bisschen auf DW, sind wir auf DW gegangen, auch an Aufspruch natürlich, mit dem Komitee Olympique, dass wir gesagt haben, wir probieren all die Tennis-Trendsportarten, die auch aus dem Tennis entstehen, dass wir die auch an der Föderation regroupieren, dass wir verschiedene Standbeine haben und dass wir dann sowohl der Komitee Olympique wie das Sportsministerium einen Aussprechpartner als Föderation und wir haben dann die Plattform und den Know-how, den wir haben, dass wir die auch können breit nutzen für die verschiedenen Standbeine, weil das ist natürlich auch nicht einfach, wenn du am Anfang passt du mal einen Club, so als Pickleball, du brauchst dann irgendwo einfach Hilfe. Und der Paddle zum Beispiel, den beweist, wir hatten gleich den ersten Championat, da hatten wir aus dem Stegreif über 40 Equipen, über 100 Leute, die dann einfach mal da im Championat mitgespielt haben. Und wie gesagt, wenn wir nur noch mehr Infrastruktur kriegen, und da sind ich eigentlich optimistisch, dass das kann klappen, da wird das auch weiter ausgebaut gehen. Und ich schließe noch nicht aus, dass nur den Paddle und den Pickleball dass nicht noch irgendwann ein neues Standbein dabei kommt. Wenn es mich für 2-3 Jahre gefragt hat, dann hätte ich nicht unbedingt gemeint, dass man mich breit gehen mit das aber nur der Fall. Das ist für einen auch cool, dass der so open sind. Ne? Also dafür, also schon mal das aber schon, der hat halt die größte Turniere nach der hat die Förderung von der Jugend sozusagen. Und dann das schnelle Standbein aufzubauen, ist aber nicht gerade unkompliziert, kann ich mal sagen. Ja, ich meine, dass der Mentere, hauptsächlich wie gesagt, auch von unseren Membern, was Verein sind, als weil ein Verein kann man dann erfolgreich sein, wenn die Leute aus dem Dorf, aus der Gemeinde wollen dahin kommen. Also muss dein Angebot breit sein, wenn wenig ist, mit deiner Familie dahin. Und wenn du siehst, dass viel Freunde dabei ja. Und dadurch, dass als Vereiner können zufriedengestellt gehen, als Membran an dem sind, dass wir als eine Obtrahlsföderation. Und am Ende tun wir da, wie gesagt, die ganze Familie von der Tenniswelt, von der Paddle- und Pickleballwelt dann regroupieren das, sodass du als Föderation noch kannst wissen, ja, brauchst du siehst Synergien, aber du gehst aber natürlich automatisch auch wie groß, du kannst dann auch vielleicht mehr finanziell Moyen rankriegen, auch durch Sponsoring, und da kannst du das Ganze eigentlich auch mit professionalisieren insgesamt, und das ist wichtig. Okay, und die exotisch neue Spieler, also du bist doch, hast doch schon selber Spaß daran gehabt, oder? Also der ist da so... Ich habe immer gesagt, wie ich 2013 gewählt gesehen habe, solange ich Tennis-Präsident bin, werde ich kein Tennis-Turner offiziell mehr spielen. Weil ich kenne mich, so, ich fluche dann noch mal ein bisschen, oder trage dann noch mal ein bisschen. Ich habe immer gesagt, ich will ein Vorbild sein, also werde ich keinen offiziellen Turner spielen. Und dann, letztes Jahr, hat dann mein ganz, ganz guter Kollege, den ich mein ganz Leben kenne, den auch an der Tennis-Föderation ist, den Markus Stegmann, hat mir gesagt, Claude, wir haben den Paddle-Championat. Und du spielst das ja eigentlich gerne, weil ich schon keine gelehrte Spuren, den können doch von dir. Ja. Also, für schon für über 10, 15 Jahre und statt auf Stage matt gespielt, ist das cool. Also hat mich natürlich integriert, wir haben ein Championat. Das ist ja kein Tennis-Match, wir spielen das. Und ja, effektiv, ich habe kein Argument, wie zu so. Ich habe aber gesagt, ich spiele kein offiziellen Tennis-Match mehr. Paddle hast du da ein bisschen anders und immer dann den Paddle-Championat matt gespielt. Und das war, ja, das, wie ich ja da beschrieben habe, das ist immens flott, das macht immens Spaß. Und voilà, da habe ich das schon gespielt. Den Pickleball habe ich einmal gespielt, hat mir auch Spaß gemacht, aber voilà. All die Projekte sind für 2024 mein größer Motto, von Zeit hoffentlich mein größer. Ja, das hoffe ich dann noch. Das war ein schönes Schlusswort, gebe ich so ein. Ich bin da ein ganz, ganz, ganz dicke Merci. Ich weiß, du hast nicht so viel Zeit im Moment, dass der Zeitgoal ist. Ja, ganz gerne. Und dann bis geschwind an dem Terrain. Ja, ganz gerne. Wir sehen euch. Das war ein richtiger Spaß. Der Claude Lamberti und Cupra Formentor VZ5. Viel Sportlichkeit auf Fun an einem engen Episode. Mir so ein Merci, dass ihr mit dabei wart. Und bis zum nächsten Mal Driving Dreams. Driving Dreams. The Podcast.